Wir sind zu einem Schuppenbrand alarmiert worden, hier im Bereich Donnerschwerstraße, Karlstraße, bis letzten Endes ein Carport war. Und der Carportbrand war sehr ausgedehnt, hat sich zum Teil auf eine angrenzende Fassade ausgedehnt. Wir haben einerseits frontal angegriffen, zum anderen haben wir natürlich kontrolliert, ob die Wohnungen der angrenzenden Häuser frei sind, dass alle Bewohner die Häuser verlassen haben. Das hat sich auch so bewahrheitet. Und dann haben wir von einer zweiten Seite kontrolliert. Der Löschangriff von der ersten Seite war aber völlig auskömmlich und das Feuer haben wir dann relativ schnell löschen können. Wir gehen mit zwei Drehleitern vor, eine als zur Kontrolle, weil es eben doch eine relativ ausgedehnte Fassade ist, die betroffen ist. Und die zweite ist zur Absicherung. Die Schwierigkeiten sind uns nicht begegnet, hat alles wunderbar geklappt. Wasserversorgung steht recht schnell, ist ja auch ein verdichteter Bereich. Die Bewohner der Häuser waren auch schnell aus den Häusern heraus, sodass wir keine Menschenrettung in umfangreicher Art und Weise durchführen mussten. Und wir konnten uns dann relativ schnell auf die Eindämmung der Brandausbreitung konzentrieren.